Hallo, hier ist Claudia Jahn. Ich komme gerade aus einem Quantum-Touch-Workshop, eine Fortbildung, an der ich teilnehme für mich. Und das ist so wunderbar, sich einfach einzulassen auf diese Einfachheit. Und das ist das, was mich wirklich so begeistert daran, was ich daran so liebe, dass es einfach sein kann. Wir haben ja manchmal diese. Gerade in der westlichen Medizin, das ist so kompliziert. Was ist es denn genau? Was habe ich denn genau? Man muss da so viel wissen. Und wenn ich es von einer anderen Perspektive sehe, wenn ich sage, letztendlich ist es alles Energie, die gestaut ist, die blockiert ist, die nicht frei fließen kann, dann wird es einfach. Und wenn ich dann mich auf diese Methoden einlasse und mich darauf fokussiere, einfach diese Energie wieder fließen zu lassen, in Fluss zu kommen, dann wird es so einfach, weil es dann nicht mehr so wichtig ist, was genau ist denn das? Und ich muss vielleicht einen Knochen anders behandeln wie eine Verspannung oder wenn ich, also das, es macht so einfach und das finde ich so großartig. Und ich lade dich ein, das kennenzulernen. Ich biete ja regelmäßig Abende an. Oder Möglichkeiten an, wo ihr es einfach kennenlernen könnt, wenn ihr Interesse dran habt, wirklich einfach die Energie wieder zum Fließen zu bringen, dann möchte ich euch gerne die Möglichkeit geben, das zu machen. Und es ist ganz erstaunlich, was sich einfach tut, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir nicht so kompliziert sind, sondern sagen, einfach wieder ich selber sein, mit mir selber verbinden. Die Schamanen sagen ja zum Beispiel, die einzige Krankheit ist, dass wir uns von uns selber getrennt haben. Und das erlebe ich so oft bei Klienten. Ja, das erzählen ja und dann erlaube ich mir das nicht und erlaube ich mir das nicht und ich sollte so sein und ich sollte dies tun und sollte das nicht tun. Und da beschneiden wir uns. Ja, und oder wir laden uns ganz, ganz viel auf, weil wir anderen gefallen wollen und dann, ah, da muss ich dies und. Ich muss so und so sein, sollte so und so sein und erlaube mir eigentlich nicht wirklich ich selber zu sein, mich auszudrücken. Und wenn wir es darauf eigentlich reduzieren und sagen, wer bin ich und wie drücke ich mich aus, dann wird es ganz einfach und dann wird es auch richtig schön. Das kann wirklich sich ganz, ganz toll anfühlen, sich mit sich selber wieder zu verbinden, mit der eigenen Essenz. Das ist wirklich was ganz Wunderbares. Wenn es dich interessiert, hinterlass mir einen Kommentar. Ich melde mich bei dir und dann probieren wir das gemeinsam aus. Ich lade dich herzlich ein.